Jo, Freunde, der Onkel Retro steht hier an der Bushaltestelle und wartet auf den Bus, denn jetzt geht's zur Kirmes. Ja, aber erst noch zum Hauptbahnhof, denn da treffe ich mich mit der lieben Caro. Die kennt ihr ja noch aus dem Berlin-Video. Ich weiß in diesem Moment noch gar nicht, ob das überhaupt ein Video wird, weil auf der Kirmes, wo viele Leute sind, da kannst du nicht unbedingt filmen. Ich drehe jetzt einfach mal einen Einspieler und ihr seht ja dann später auf YouTube, ob ein Video kommt oder nicht. Ja, ja, dafür bist du bekannt. Und ich dachte, du rockst das Ding jetzt. Tanzt da noch drauf rum. Ich dachte, auf mich hörst du. Ah, okay. Warum ist doch ganz harmlos? Ja, du musst das bei Nacht aussehen. Ne? So, dann zeig uns mal, was du kannst. Ich muss auf diesen gelben Knopf drücken. Nein! Was war das denn? Das war irgendwann mal gar nichts, oder? Nee, irgendwie nicht. Scheiße. Was war das? Großer Alarm. So, ich habe mich erfolgreich davor gedrückt. Ich würde es ja auch versuchen, aber mir wäre es noch katastrophaler, noch peinlicher. Deswegen habe ich Caro den Vortritt gelassen. Oh, ich möchte nichts sagen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Also, so machen wir es ganz einfach. Bist du schon am Filmen? Ja, ich bin schon am Filmen. Du bist schon am Filmen? Ich bin schon am Filmen, ich glaube. Also, ganz einfach. Dieses 2-Euro-Stück wird jetzt in diesen Schacht wandern. Und dann werde ich mit Leichtigkeit, Squid Game. Rotes Licht, grünes Licht. Fand die Serie gar nicht so scheiße. Ich finde das alles scheiße. Let's go. Rotes Licht, grünes Licht. Ja, das war wohl rotes Licht. Okay, das war jetzt nur Anschauungsunterricht. Jetzt geht's richtig los. Ein Versuch hat der Onkel Retro noch. So, du gehörst mir. Nein, ich hab doch gar nicht in die Richtung gesagt. Das ist scheiße. Ja, ich würde sagen, das war rotes Licht. Aber ich rege mich niemals ab. Es ist nur ein Spiel. Es ist aber rotes Licht für dich. Scheiße. Das war natürlich, was soll ich sagen, das war... nicht so die Creme de la Creme. Nicht wirklich. Dann eben doch rotes Licht. Okay, let's go. Nochmal von der anderen Seite. Kann man das Erfolg besser sehen? Was ich nicht geschafft habe, schafft er vielleicht. Wieso habe ich gerade einen Insekt am Hals kleben? Naja. Round 2. Nee, du musst den machen. Ich? Du musst mir den da spielen. Ich bin aber super schlecht da drin. Besseres Feingefühl als ich. Schaffst du! Den kriegst du! Jo, ihr Lieben, das war die Reiterkirmes. Ein bisschen Dreck. Ja, die erste Kirmes seit Corona.
Also die erste richtige große Kirmes seit Corona hier bei mir in der Nähe. Was ist denn das für ein Fusselzeug hier? Meine Güte. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Es war ja ein recht kurzes Video, aber ich hatte Spaß auf jeden Fall. Ja. Ja, auf den Fahrgeschäften waren wir jetzt nicht drauf, weil ich fand es da einerseits ziemlich voll und na, die Preise waren ja auch nicht gerade ohne. Klar, man könnte jetzt sagen, nach so vielen Jahren Zwangspause kann man sich ruhig was gönnen. Aber wir haben uns ja was gegönnt. Wir haben ja was Leckeres gegessen, dann noch ein schönes Eis verdrückt. Och, war toll. Jo. So, musste gerade die Kamera ausmachen, weil mir jemand entgegenkam. Ja, sollte euch dieses kleine Video gefallen haben, würde ich mich sehr freuen. Ihr wisst Bescheid. Daumen nach oben wäre cool. Abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Mal gucken. Ich muss auf jeden Fall nochmal nach Smith's Toys. Weil mir fehlt ja immer noch der Terror Claw Skeletor. Hier im Smith's Toys meines Vertrauens gibt es den nicht. Aber ich habe gesehen, in Krefeld und in Neuss haben die den da. Und ich gucke mal, die nächste Woche mal Zeit, dann mal da vorbeizufahren. Und ja, mal schauen, ob ich was Schönes finde. So, das war es jetzt aber erstmal. Mal gucken, ob ich mein Auto abgestellt habe. Und dann, ja... Ah, Ornbach. Man kennt's. Grüße gehen raus. Ja, und dann werde ich mir noch was zu essen machen und dann sage ich schon mal Tschüss, bis bald.